Hallo und herzlich willkommen bei unserer voraussichtlich allerletzten Folge von Let's Play Star Trek Online. Kapla! Kapla, nein, war natürlich ein Scherz, ich wollte keine Angst machen. Nur echt? Es wird wahrscheinlich. Hast du es noch anders gesagt? Nein, es wird nur wahrscheinlich die letzte Aufnahme in dieser Session werden, weil wir haben jetzt hier dann einige Folgen voll aufgenommen. Jo. Und irgendwann müssen wir auch mal ins Bett, deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen du ruhiger. Nach deinen 16 Stunden Schlaf, ist schon klar. Deswegen ich pumpe die ganze Zeit hier mit Energy-Zeug voll. Ich hab mich heute schon gesoffen. Ja, du. Alter, ich stehe im Feuer. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Andere Seite. Ne, wir müssen. Doch ja, stimmt. Beim Orbitalen können wir hier nicht mehr rauskitzeln. Was lasst du da, Kibus? Ne, wir müssen doch, um hier durchzukommen, erst das Kraftfeld deaktivieren, um da hochzukommen, deswegen. Na, aber ich. Hä? War das nicht hier oben? Das hier üben? Das müssen wir, glaube ich, schon hier. Jetzt kommt die Konsole. Da hinten auf der anderen Seite die Konsole, ne? Ja. Genau, jetzt leuchtet die nämlich auch. Da stand ich ja vorhin schon mal davor. Also, letzte Folge. Komm, drück mal alle mal auf die Knöpfchen. Genau. Der Archiv befindet sich in einem verstärkten Teil der Basis. Sie benötigen einen Zugangschip, um die Türen zu öffnen. Wir empfangen das Signal eines vorgeschobenen Beobachtungsteams auf dem höchsten Gebäude in Ihrem Gebiet. Wenn Sie sich den Zugangschip des Offiziers beschaffen können, sollten Sie mit ihm in das Herz der Basis vordringen können. So, und Ihr Nervtypen. Genau, wollte ich gerade sagen. Die ballern wir jetzt mal weg. Gut. Headshot. Oh, ein großer Headshot. Fast abschießen. Ja, wenn schon, denn schon. So, das Kraftfeld ist weg. Ich bin ja hier kein Noob, ich bin ja Profi. Ein Profi-Noob. Yep. Man merkt schon, dass es spät wird, dass sogar unsere Zuschauer über unsere platten Witze lachen, ne? Was? Welche platten Witze? Das waren alles Tatsachen. Oh, schade, ich dachte, ich kann es in den Grunde kicken. Was stand da jetzt? Senden Sie Koordinaten für Orbitalschläge? Ach so. Ja, komm. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, mit desintegriert. Sag mal, das Desintegrieren sah aber auch gerade neu aus, oder? Fähigkeitenpunkte erhalten, 81. Tod Auszeichnung von halten, oben. Tod von oben, genau. Fand's irgendwie witzig. So, und Krieg. Oh, Mann. Ich fordere erstmal schnell Unterstützung an. Oh! Hypo, aktivier! Alter! Gucken, wo ich rauskomme. Alter! Du spawnst hier in der Luft! Wo? Mitten in der Luft, bin erstmal ein paar Meter weit geflogen, ey. Kein Problem, ich habe das alles gelöst. Das wäre echt lustig jetzt. Okay, hast du oben alles gelöst? Ich hole gerade den Zugangschip. Sie sollten den ID-Chip des Offiziers nutzen können, um das Sicherheitsschloss am Zugangstor vor dem zentralen Platz zu umgehen. Archiv koordiniert die Verteidigung von dort. Weiter, aber dann bleib ich gleich unten und warte auf dich. Oh, gibt's wieder keinen kurzen Weg nach unten? Nee, du kannst ja auch die Geländer nicht überspringen. Ja, außer du stirbst und spawnst, dann kommst du auch da unten raus, wo ich will. Ja, mal kurz die Gegend anschauen. Ja, genug gemacht. Siehst du da diese Säule in der Mitte? Bist du eigentlich? Ach, da oben. Da. Na, Vorsicht, Alter. Ne, auf der Plattform, ja, wo du jetzt bist, doch diese Säule, ne? Ja. Schweben da oben Frachtstücke, kaputte Stücke irgendwie um die Säule drumrum? Yep. Ah, okay. Jetzt hab ich mich mal verschluckt hier, ey. Ich rufe nur den Arzt. Ruf Pille. Ja, toll. Er ist tot, Jim. Ja. Er ist ein Noob, Jim. Alter, wieso? Du schießt und ich werde angehalten hier. Du schießt und die zielen auf mich? Was soll denn der Dreck? Ja. Alter, da kann die Granate bis hier rauf. Leck mich am Ärmel. Kannst du mich mal kurz. Ja, Moment, ich tue jetzt kurz den Hypospray nehmen, damit ich selber wieder aushalte. Jetzt wahrscheinlich eher eine Schildbatterie gebraucht, oder? Nö, meine Gesundheit war auch ziemlich niedrig. So, jetzt werfe ich auch mal eine Granate. Wisst ihr? So. Okay. Virtueller Rundgang. Müssen wir da durch? Ja. Ja.
Wir haben hier oben ein Problem, Captain. In den letzten Minuten ist es auf dem Schiff zu kaskadierenden Systemausfällen gekommen. Die Situation ist noch nicht ernst, doch anscheinend sind wir von einem ikonianischen Virus befallen. Wir löschen den Speicher des Computers und stellen ihn aus Archiven wieder her. Doch das wird einige Zeit in Anspruch nehmen und wir werden weiterhin Probleme mit unserem System haben, bis der Prozess abgeschlossen ist. Selbst wenn es funktioniert, Hakif kann einfach einen weiteren Virus schicken. Wir müssen den ikonianischen Transmitter finden und zerstören, bevor sich die Purek in Sicherheit wähnen kann. Geht klar. Roger. Alles im Lot auf dem Boot. Alles in Butter auf dem Kutter. Ich weiß immer noch nicht, ob der Hakif eigentlich böse oder gut ist. Oder gut nur auf eine böse Art und Weise. Er ist böse auf eine gute Art. Aber die Sela, ist die jetzt böse? Die Blonde hier? Ja. Ja, das ist doch. Ist das nicht die. Dajajas Tochter. Genau, und die ist auf jeden Fall böse. Ja, die wollte ja gegen die Föderation auf jeden Fall angehen. Ja, und der tut ja den Ikonianern helfen, da wo wir später auf die Portale rumlatschen. Ja, der ist aber auch gegen Dingens. Gegen den Tal Shiar und alles. Also er ist gegen Sela, gegen die Föderation. Der ist bestimmt auch gegen Burger King. Das ist bestimmt so ein McDonalds-Gänger. Und bestimmt auch gegen Veganer. Oh ja. Aber halt, dann bin ich ja eigentlich für ihn. Nur weil du Fleisch isst? Wie ich. Oh, dann schießen wir mal ein bisschen, ne? Ich fordere Unterstützung an. Ich auch. Ich kann das ziemlich oft drücken. Ich auch, aber kommt nicht mehr. Doch, jetzt okay, hat sie was getan. Ich bin gerade gefallen. Ich spawn mal wieder. Wo komme ich wieder? Ah, passt. Genau hier spawnt man auch wieder. Okay. Wir schießen auf Hakif. Tani, habe ich gerade mit irgendwas ge... Na, ich kann nicht so viel Verstärkung rufen wie bla bla bla. Was war denn da? Opisek, ne? Ja. Opisek, gib Opisek. Oh, nicht ich schon wieder. Also was mir mal nervt, ist, dass hier Ausweichen groß nichts hilft. Egal wo du hinrennst, die Waffen treffen dich so oder so. Ich habe immer so die Tendenz rumzurennen, weil ich hoffe, ich kann ausweichen. Außer wenn so Granaten fliegen, okay, dann kannst du wegen ausweichen, aber. Ja, gut, das ist aber auch im Film immer so. Immer, also bei den TNG war es immer so, dass sie immer genau mittig auf die Brust getroffen haben. Das fand ich aber auch immer so geil. So wie bei den Dominion oder den Klingonen, dass so hoch ausgebildete, extrem kriegerische Kampfvölker, verstehst? Und dann kämpfen die da wie sonst was, wo hier unser billigstes Polizeiteam besser ausgebildet ist, so in der Richtung, verstehst? Wo wirklich in die Waffen reinrennen. Ja, wo wirklich. Nur Schauspieler. Ja, aber dann denke ich manchmal schon, ey, sind so Kriegerrassen und rennt da rum, am besten immer gleich ins Feuer reingerannt. Aber wenn sie was getroffen haben. Haben sie was getroffen? Ja, und zwar immer genau mittig auf die Brust. Nicht irgendwo anders. Reden Sie mit Obi. Der Weg zur remanischen Unabhängigkeit wird lang und blutig sein, aber es ist ein wichtiger Schritt, obwohl ich nicht Ihr Einverständnis für meine Methoden benötige. Kann ich vor Glück sprechen, dass wir uns begegnet sind? Es ist eine Schande, dass Sie uns nicht weiter bei unserer Befreiung helfen können. Sie haben sich meinen Respekt verdient und den Respekt meiner Crew. Wenn wir uns eines Tages als Verbündete begegnen, werde ich dies sehr erfreulich finden. Ich muss auf die Zombie zurückkehren. Ich rate Ihnen, Ihren Job zu erledigen und schnell wieder zu verschwinden. Sag, tu mir nicht, was ich tun muss. Ihr habt die ikonianischen Computersysteme lokalisiert. Er befindet sich in dem Forschungsraum in der Nähe des Hofes, wo sie hergekommen sind. Na dann. Gut. Hier müssen wir rein. Nicht da. Also der grüne Punkt ist hier. Auf der Map. Okay, du hast das Gate. Jetzt habe ich erstmal ein Video. Ich kann hier groß nichts machen. Warte mal, Achso, ich bin bei Science. Deshalb kann ich hier nichts machen. Ja. Aber markiert ist es auf der Map. Ja, aber ich baue das Ding mal auseinander.
Du hast das Ding aktiviert. Der Bogen, es ist ein riesiges irgonianisches Portal. Oh nein, Flachbildfernseh, Hochkantformat. Oh, das ist ein Burg. ESD. Sir, wir haben Ihre Koordinaten, aber wir können Sie erst hinaufbeamen, wenn das Portal zerstört wurde. Es gibt noch immer eigenartige Interferenzen. Wir sind bereit, das große ikonianische Portal mit einem orbitalen Bombardement zu zerstören. Wir werden auf den Sprengkopf zielen, Sie sollten sich weit genug von der Explosion entfernen. Ist klar. Vor allem, willst du nochmal reinschauen? Wo reinschauen? Nö. Vor allem, wenn so ein Orbitalschlag von oben kommt, ne? Da könntest du am besten sogar in uns reinschießen, aber so ein Torpedo, das soll mal ewig weit weggehen. Hast du schon den Brunnen da draußen gesehen? Da läuft Blutwein durch. Was? Den Brunnen hier draußen, da läuft rotes Wasser durch. Wo? Hier vor uns, so rötliches. Das ist doch so pink-rötlich. Ja. Götterspeise. Yes. Götterspeise. Losbeam. Sela ist hier mit ihrem Flaggschiff. Ich versuche, sie aufzuhalten. Aber die Dina ist einem solchen Schiff nicht gewachsen. Sie kehren besser schnell zu ihrem Schiff zurück. Akzeptieren. Fallen des romulanischen Volkes, dieser Aufstand wird sofort beendet. Ihre feindseligen Aktionen gegen die romulanischen Kolonie werden als kriegerischer Akt betrachtet. Aktivieren. Mein Schiff ist disabled. You must finish this. Alter, das Schiff hier reißt da mal sowas weg. Mehr braucht Fähigkeiten aktivieren. So, das Schiff hat sich halt getarnt. Jetzt, wo die vorderen Schilde unten sind, dreht sich das Ding, ey. Ja, natürlich, kennst du es doch. Wo sind? Ich hab's gerade gehört oder hat sie was anderes getarnt? Da hinten ist es. Da, noch ein größerer Flachbildfernseher. Das wäre so meine Größe. Das ist im Prinzip so, auf der Erde hocken kannst, sich die Wiese legen kannst und oben in so einen Asteroiden oder sowas Fernseh gucken kannst, ne? Nicht in dem Schiff sitzen, so wie das gerade durch die Gegend gebeutelt wird. Ja. Schau dir mal die Flammenspur an. Ist Sela nur entkommen oder ist sie gegen ihren Willen entführt worden? Wie dem auch sei. Was greift mich gerade an? Achso, Traktorstrahl. Wie dem auch sei, dieses Portal befindet sich tief im romulanischen Raum. Es ist in der Hand des Tal Shiar zu lassen. Birgt ein zu hohes Risiko, auch wenn Hakif und die Kaiserin aus dem Weg sind. Sprich, Fernseh zerstören. Weil es kein Full HD ist, deswegen. Wenn das ein weiteres Portal der Ikonianer war, erklärt das, wie sie ganze Flotten bewegt haben.
Wir müssen den romulanischen Raum verlassen und die Heimatwelt warnen. Die romulanische Bedrohung mag für den Moment gebannt sein, doch offenbar zieht am Horizont eine neue Bedrohung auf. System verlassen. System verlassen. Okay. Jo. Schwumm. Ich hätte eigentlich das Portal nehmen können, wäre mal schneller gewesen. Eben. Aber wir mussten sie ja unbedingt zerstören. Oh, was habe ich denn eigentlich hier wieder für eine Nachricht? Mission zurückgeben, abgeben. Ah, Schilderie, Weihnachtsschmuck, Weihrauch. Die klingonische Verteidigung Streitmacht wird die Suche nach Seelaschiff fortsetzen. Doch zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob die Ikonianer sie entführt oder haben oder sie sich ihnen freiwillig anschloss. Ich finde diese Wendung der Dinge beunruhigend. Seelas Abwesenheit wird das romulanische Sternimperium nun in ein noch größeres Chaos stürzen. Und wir wissen bereits, dass die Romulaner am gefährlichsten sind, wenn sie verwundet sind. Sie haben heute schweren Schaden erlitten und wir sind noch nicht fertig mit ihnen. Ich befürchte, dass die Rückkehr der Ikonianer alles verändern könnte. So, Transtraktorstrahlen-Minenwerfer. Akzeptieren. Congratulations. Taktisches Kit Weapon. Der Dämmerung. Ich hatte Kontakt mit den Remanern. Der Hohe Rat wünscht sich eine Allianz mit ihnen. Ich stimme dem nicht unbedingt zu, aber es steht mir nicht zu, den Willen des Rates in Frage zu stellen. Obisek möchte gerne mit ihnen sprechen. Sie können sein Schiff im Hakona-System treffen. Sie haben gut gekämpft. Bringen Sie Ihrem Schiff und Ihrer Flotte weiterhin Ehre ein und Sie werden einer der Helden des Reiches sein. Kapla! Was gibt's da Feines? Nichts. Das ist bloß ein Flug dahin wahrscheinlich. Jetzt tun wir erstmal das Kit ausstatten, das schaut ganz interessant aus. Wir wollen schon mal den Weg zum Hakona-System machen, weil das ist glaube ich nur bis hinfliegen. Jo. Folgen? Das Kit ist aber nur... Ja, aber das ist besser als das, was ich jetzt drin habe. Ich habe ein grünes MK4 drin. Hä? So. Das ist doch bloß ein Bauteil vom Kit, oder? Nee, das ist das Hauptkit und dann gibt es noch ein Bauteil dazu. Ach so. Das haben wir jetzt reingemacht. Dann tue ich noch den Ferengi-Schneckensaft ausrüsten in das Kit. Und ich kämpfe für meine Leute. I fight for my people. Ich habe keine weiteren Fragen. Fortsetzen. Ach du Hilfe. Schon wieder? Kapla, es gibt einen neuen Krieger, der möchte an ihrer Seite kämpfen. Captain Obisek hat etwas für Sie auf Purik transportiert. Er sagte, er möchte Ihnen etwas schenken, das Sie an alte Freunde und Neuanfänge erinnert. Ich habe mir die Freiheit genommen, den Gegenstand in den Mannschaftslounge zu lassen. Sie finden ihn dort. Okay. Ja, das kann ja eigentlich eh nur das Ding sein, eine Trophäe, die wir ausstatten können wahrscheinlich. Genau, also dann mal auf zur Schiffsbrücke. Schiffsbrücke. Besuchen. So, jetzt haben wir wieder schön Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ladeschirm. So ein schöner Ladeschirm. Wir waren doch schon mal auf der Brücke, wieso lädt das Ding schon wieder so ewig? Ich weiß nicht. Doch, das war bei der Klingonen. Ist noch gar nicht so lange her, wo wir diese Daten entschlüsselt haben. Ja, ist höchstens 5 Folgen her. Und 5 Folgen sind 10 Tage. Oh, es tut richtig gut, wenn das Fenster so offen ist. Ja, ich hätte es wieder aufmachen. Immer wieder aufmachen, dann muss ich das Licht wieder ausmachen. Naja, wie gesagt, da ist meine Frau, das war eine schöne Entscheidung von ihr, dass die hier überall an so ziemlich jedem Fenster hat die Fliegengitter davor. Und das ist herrlich, da kannst du selbst jetzt im Sommer das Licht nachts anmachen und Fenster auf und es kommt kein einziges Viech rein. Sag mal, Don, hast du den Ankündigungstrailer gesehen? Ich weiß schon, hätte ich eigentlich machen sollen, habe ich aber noch nicht geschafft. Ja, das ist natürlich klar, dass er das fragt, weil für ihn war er nämlich gedacht. So, wo müssen wir jetzt eigentlich nochmal hin? Brückeneinladung. Das Problem ist, heute ist das erste Mal, wo ich wirklich wieder richtig Zeit für sowas habe. Und zum da nehmen wir natürlich direkt auf. Was anderes haben wir nichts zu tun. So, jetzt muss ich mal gucken, wo war das in der Lounge, ne? Also sprich in der Fressbude. Ja, ich schau mal bei Boden, Flottenaktionen, Auszeichnungen, Barke der Toten. Ui, cool. So. Barke der Toten. Wieso, wo ist denn eigentlich meine Auszeichnung mit den...
Ach hier, keine Tötung 1. Na, wieso ist denn eigentlich die Auszeichnung die weg, die wir damals hingemacht haben mit dem... wahrscheinlich, weil es ein anderes Schiff ist. Mit dem Kämpfen. Ach stimmt, ist es dann auch immer weg, ist ja blöd. Boden, also was ist es jetzt da hier? Flottenaktionen, Auszeichnungen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Auszeichnungen. Hast du mal die Barke der Toten angeschaut? Die Barke der Toten? Bei mir habe ich das auch nicht gefunden. Ist aber ganz schön groß. Ja. Ist aber nice. Auszeichnungen, dritter Platz, Butlet. Das sind die Dinger, meine ich nämlich. Warte mal. Auszeichnungen gibt's nicht. Gucken Schiffe? Halt. Achso. Schiffe, Auszeichnungen. Nee, das ist. Also kann ich immer nur einen neuen wissenschaftlichen Offizier oder sowas reinziehen? Nö, groß nichts mehr. Auszeichnung. Nicht. Ich glaube, das haben wir falsch verstanden, weil ich habe jetzt auch keine Mission oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht. In der Mannschaftslounge hieß es ja, ne? Ja, nochmal. Berge von drinnen. In der Mannschaftslounge ist doch die Fressbude, oder? Ja. Sag, wann gibt's denn hier vor allem Fenster? Hm? Sag, wann ist denn hier vor allem Fenster? Noch gar nicht aufgefallen. Was? Fenster? Ja, das ist ein Fenster. Hinten an der Wand. Es ist so dunkel, das fällt gar nicht auf. Warte mal, wer ist denn hier? Ach, hier, meine orionische Barkeeperin. Hallöchen, Süße. Aber. Ich habe auch keine Mission jetzt mehr da, ne? Ich auch nicht, deswegen. Ich guck mal ganz kurz in die Episoden rein. Was sieht's denn eigentlich aus? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Romulanische Geschichte haben wir alles fertig. Dunkelheit und Dämmerung, das haben wir fertig. Das nächste ist Gespenster, Scharmützel. Ich rufe mal. Uns liegen Meldungen vor, dass eine Flotte des wahren Weges in die neutrale Zone eingedrungen und eindringt und obwohl unsere Schiffe auch als auch Föderationsschiff in der Nähe des Donato-Systems angreift. Sie müssen den wahren Weg abfangen und herausfinden, warum er so weit von seinem Territorium entfernt ist. Und während sie da sind, zerstören sie auch die Schiffe der Föderation. Eine kleine Flotte wurde bereits zu diesem Bereich geschickt. Sie müssen so bald wie möglich im Donato-System sein, um zum Kommando stoßen. Da gibt es Subraumfeldmodulator und Personenschutzschild mit Phasenverschiebung. Ja, davon habe ich ungefähr 2000 Stück. Gut, dann lohnt sich ja. Mission. Gut, also zumindest auf einem anderen Charakter. Jetzt gehe ich dann wieder hier. Dann akzeptieren. Und wir sehen uns. Ich verlasse gerade das Schiffsinnere. Und sehen uns in der nächsten Folge. Jo, bis dann. Tschüss.